Gestern wurde in 11 deutschen Städten gegen die neuen GEMA-Tarife demonstriert. Auch in Nürnberg sind Hunderte auf die Straße gegangen. Wir demonstrieren gegen die geplante GEMA-Tarifreform aus dem Grund, dass diese Tarifreform für die Clubs und Musikkneipen eine so drastische Erhöhung bedeutet, dass wir einfach nicht verstehen, wie die weitermachen sollen und also ein massives Clubsterben befürchten. Und dieses Argument ist nicht an den Haaren herbeigezogen. Viele Clubs, ob groß oder klein, werden unter der Reform leiden. Das Kult ist so eher ein Gothic-Club. Wir machen auch andere Veranstaltungen wie im Bereich von Metal, Jazz, Blues, Rock, alles drum und dran. Und bei uns wird sich die GEMA-Gebühren so auswirken, dass wir definitiv mehr zahlen müssen. Es sieht bei uns so aus, dass wir die 10% vom Eintrittspreis zahlen müssen. Wir haben mit der GEMA schon ein Gespräch gehabt, dass wir dann auch angeben, wie viele Gäste am Abend da waren. Was aber das Problem ist, wenn wir bei 150 Leuten noch nicht auf die Härtefallregelung treffen, also auf die 65 Euro, müssen wir die 65 Euro bezahlen plus 50%, weil wir mehr als 5 Stunden offen haben. Was für meiner Meinung nach eine sinnfreie Regel ist. Und dann hat nochmal 25% Vervielfältigungszuschläge, was wiederum 300 Euro am Abend macht. Wir haben jetzt donnerstags eine Veranstaltung, eine sehr szeneinterne Veranstaltung. Da wird 20 bis 30 Leute da sein und das wird wahrscheinlich so, also was heißt wahrscheinlich, es wird mit hoher Sicherheit so ausgehen, dass wir den Abend komplett dicht machen müssen, weil bei 20, 30 Leuten kriegen wir keine 300 Euro, was wir für die GEMA-Gebühren zahlen müssen. Dabei sind die Clubs und Veranstalter nicht gegen die GEMA-Tarife generell. Das ist wirklich eine gute Idee, dass sie die Tarife leichter machen wollen, überschaulicher, aber nicht so, weil das ist einfach zu viel. Es ist für manche Clubbetreiber oder Veranstalter eine Erhöhung von 4000%. Wenn jetzt für den mal mehr ist, für den mal weniger, die Musik, die bei uns im Club spielt, das ist nicht die Musik, also die GEMA, wo wir bezahlen, das bekommen die Musiker nie zu sehen. Weil wir haben, gerade weil es ein subkultureller Club ist, viel Elektromusik, viel Gothic, viel einfach Musik, die gar nicht erst in der GEMA ist und müssen trotzdem den vollen Betrag bezahlen. Und das ist halt, da sollte man speziell auf den Club eingehen und sagen, ihr habt so und solche Partys, wir machen da so und so die Beträge und nicht so hohe Pauschalbeträge ansetzen. Die wichtigste Forderung der Demonstranten und Bündnisse ist, dass die aktuell geplante Tarifreform gestoppt wird und alle Beteiligten wieder neue Verhandlungen aufnehmen. Aber die Gegner der Reform arbeiten schon an Alternativlösungen. Ja, eins, was wir ganz konkret im Moment auch angehen, ist, wir unterstützen momentan die C3S. Das ist also eine alternative Verwertungsgesellschaft, die sich an Künstler richtet, die unter Creative Commons und anderen Lizenzen veröffentlichen. Mit dem Ziel, dass wir eben dieses Monopol, das die GEMA momentan hat, einfach aufbrechen und dann Dinge wie die GEMA-Vermutung oder eben auch diese einseitigen Tarifverhandlungen, wie sie jetzt stattgefunden haben, in Zukunft nicht mehr möglich macht.